Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir zu einer kleinen weiteren Reaction. Und zwar von Pokémon Presents. 25 Jahre Pokémon. Yay! Happy Birthday, Pokémon! Ja, genau vor 25 Jahren, glaube ich jedenfalls, habe ich das richtig verstanden, ist Pokémon geboren quasi. 25 Jahre Pokémon. Pokémon feiert Geburtstag. Und jetzt kommt eine ganz tolle Ankündigung auf dem Pokémon YouTube-Kanal. Bin ich auf dem Englischen? Ich bin auf dem Deutschen. Auf dem Deutschen bin ich. Seltsamerweise machen sie keine Nintendo Direct, was ich eigentlich in dem Fall erwartet hätte, aber wahrscheinlich, weil es sich nur um Pokémon geht und... Oh no. Oh no, ich will meine Qualität hochhaben, bitte. Okay, cool, cool. Okay, warte, wir stellen das lieber auf, So, alles klar. Und ist wahrscheinlich, weil es nur um Pokémon geht, keine Ahnung, deswegen... Ich erwarte Pokémon Diamant und Perl Remax, vielleicht irgendein Pokémon als Smash-Kämpfer, entweder Wulaeso oder den Pflanzenstarter und Waluigi. Und vielleicht ein neues Let's Go oder so. Vielleicht wird auch Pokémon Snap noch ein bisschen gezeigt, das neue. Ja, mal schauen. Ich hoffe, es wird kein Let's Go Diamant und Perl, weil das wäre... Uff. Uff. Hey, ja, gar keinen Bock. So, vielleicht entdecken wir auch ein paar Easter Eggs. So, 1996. Ich höre hier mal ein bisschen lauter hier. Kam der Game Boy. Mit Kabel. Kennen wir alle. Oh mein Gott, diese Booster sind so teuer. Ja, genau, er kriegt einen Glurak. Mhm. Anime, selbstverständlich. Bei dem Film muss ich immer weinen. Gelb, genau. Transferpack. Oder es wird eine neue. Nee, ich glaube. Ob die eine neue Generation ankündigen, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, wenn, dann kommt erstmal ein Remake. Oh Gott, erinnert ihr euch noch an den Pokewatch oder wie der hieß? Das Spiel habe ich! Das Pokémon Pinball! Das ist voll schwer. Das habe ich jedenfalls. Das ist super. Snap, genau. Das ist auch ein tolles Spiel. Habe ich zwar nicht gespielt, aber... Man konnte das ausschneiden und... Okay, das ist mir neu. Okay, wir erleben jetzt also eine kleine Rückblende. Oh, die alten Karten. Oh, ich liebe die alten Karten. Anime, wunderschön. Was werden wir sehen? Was werden sie sehen? Glaubt ihr, eine neue Generation kommt? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass eine neue Generation kommt. Ich hoffe halt wirklich sehr stark auf das Diamant und Perl Remake. Und diese ganze Scheiße gab es ja sowas von nicht in Deutschland. Okay, ein bisschen davon, aber auf... What? Man konnte Pokémon-Karten da durchziehen? Das ist, futuristisch. Oh Gott, das sieht so nach einem Kabelsalat aus. Aber so war es damals. Ah, Anime. Ja, ja. Feuerrot und Blattgrün. Okay, okay. Ja, ja. Oh ja, Pokémon Dash. Das war ein spaßiges Spiel, bis man zu Level 2 kam. Oder 3 und dann wurde es... Huf. Diese Pokémon-Karten durchziehen. Das war echt ein Ding. Was? Swing Motion? Okay, ich habe so keine Ahnung. Okay, Diamant und Perl. Es ist die Frage, ob nach Diamant und Perl jetzt es weitergeht mit Schwarz und Weiß, ob es gezeigt wird, oder ob jetzt das Remake kommt. Okay, Platin, ja. Ah, das war Pokepark Wii, oder? Oh, Pokémon Ranger, bitte bringt ein neues Pokémon Ranger. Oh, das wäre auch so toll. Oh mein Gott, das würde ich so feiern. Ich meine, vielleicht kommt auch ein neues Mystery Dungeon, könnte ich mir auch vielleicht vorstellen, aber ein neues Pokémon Ranger. Ich weiß noch nicht, wie die es auf der Switch umsetzen wollen, aber... Pokémon Ranger wäre sowas von der Shit. Ich habe alle drei Teile geliebt, das ist ja fantastisch. Der Schwarz- und Weiß-Anime war nicht so gut. Ja... Lilia und Benny waren absolut schreckliche Charaktere, alle beide. Benny noch ein bisschen schrecklicher. Ja, genau, das Online-Pokémon-Kartenspiel war auch ganz nett. Das wollte ich mir mal kaufen. Hab's aber dann doch nicht gemacht und ich denke, ich bereue es nicht. Oh, ich will alle Figuren haben. Wollen das Rotom-Hof? Ja, das war ein bisschen crappy, aber es war ganz nett. Ich hatte damit sehr viel Spaß. X und Y waren übrigens sehr, sehr gute Spiele. Meine Meinung jedenfalls. Ich meine, viele Leute mögen X und Y nicht, aber ich mag X und Y. Dafür mochte ich Omega, Rubin und Alpha Saphir nur so okay. Also, sie waren auch gut. Besser als Sonne und Mond, meiner Meinung nach. Sonne und Mond waren wirklich nicht gut. Sonne und Mond hat sehr viele Schwächen. Und mit dem Spiel, das habe ich mir gekauft. Ich kam damit nicht klar und ich habe sie dafür gekauft. Ja, Handy, Mobile Games, Schrott. Gotta catch them all. Okay. Ah ja, und dann fing Pokémon Go an. Zu Pokémon Go wird es von uns definitiv auch nochmal irgendwann einen Podcast geben Richtung, also Kartoffelbrei. Weil da haben wir eine ganze Menge zu erzählen und glaubt mir,
Wir sind nicht nur netten Leuten begegnet. Mm-mm. Da kam eine ganze Menge von seltsamen Gestalten, die Pokémon Go spielen. Carpador Jump. Oh mein Gott, ich habe dieses Spiel sehr, sehr oft gespielt. Ich hatte es fast durch. Und dann musste ich mein Handy irgendwie resetten. Und mein ganzer Spielstand war weg. Und ich konnte auch nicht mehr neu starten. Und ich hätte das so gerne durchgespielt. Es macht mich immer noch ein bisschen traurig. Und den Film habe ich immer noch nicht gesehen, aber ich will ihn noch sehen. Gott, Carpador Jump. Das macht mich sehr traurig. Ich wollte es aber nur wegen der Memes durchspielen. Und ich war wirklich weit. Und die Wide Area an Schild und Schwert, die interessiert mich halt gar nicht. Wait, what? Es gibt Remote Duel für Pokémon? Ich hatte keine Ahnung. Ja, das DLC. Ach ja, dieses Zahnbürstenspiel, was in Japan rauskam mit Pikachu und du putzt zusammen die Zähne. Das ist auch interessant. Und das ist verstörend. Und hallo Rayquaza. So. Dann sagt mir, was ihr jetzt raushaut. Oder ist das jetzt einfach nur so ein, hey, 25 Jahre Pokémon, guck mal, was wir alles gemacht haben. Und das war's dann. Oh mein Gott, dieser ganze Merch in Japan ist so geil. Das hätte ich so gerne. Oh mein Gott, das Essen. Wird heute überhaupt irgendwas angekündigt oder ist das nur so eine kleine Zusammenfassung von, hey, 25 Jahre Pokémon? Wenn ja, dann... Oh mein Gott, diese Reaction ist sowas von unnötig. Ja. All... Ich habe das Wort nicht gesehen. In your hands. Kommt noch irgendwas? Bitte sag mir, dass das nicht wahr. Okay, ich dachte wirklich, es ist vorbei. Das wär nicht so cool gewesen. Und die Kuscheltiere sind ziemlich cool. Am 27. Februar. Ja, genau. 27. Okay, am 27. Japan. Und... Ja, okay, gut. Hier heute ist der 26. was auch immer. 25 Jahre, genau. Warum ist das Pikachu eigentlich so abseits? Übrigens, ich vermisse den Pokémon Day. Der Pokémon Day war wirklich cool. Also, dass man dann so wohin gehen kann und da so ein kleines Event war und so. Da war ich 2 oder 3 Mal. Der Pokémon Day war ziemlich cool. Aber das machen... Ja gut, momentan geht das eh nicht, weil... Corona und so, aber... der hat auch viele Kuscheltiere in seinem Büro stehen. Oh, die Glibunke-Statue oben rechts! Das ist der Hinweis für das Diamant und Pearl Remake. Die Glibunke-Statue. Seht ihr sie oben rechts? Diese Glibunke-Statue stand in... Flori? In irgendeinem Ort stand die in einem Pokémon-Center. Ja, das ist erstmal Pokémon Snap. Okay, alles klar. Kann ich weiter über die Glibunke-Statue reden? Diese Glibunke-Statue stand in einem bestimmten Pokémon-Center in Diamant und Perl. Ich glaube, oder es war der Ort, wo die Safari-Zone war. Das kann auch sein. Weil es da, wenn man da Glibunke fangen konnte. Und die stand eben oben rechts in seinem Regal. Also kommt schon, wenn das nicht... Das sieht so cool aus, dieses Spiel, ne? Vielleicht hole ich mir das auch. Pokémon Snap 2 könnte ziemlich cool sein. Warum ist der Professor so klein? Und der Typ sieht aus wie eine Mischung aus Professor Birk und Professor Lind. Das ist seltsam. Und der Rival hat graue Haare. Das ist auch sehr komisch. Auf jeden Fall, die Bunke-Statue, das ist ja wohl... Oh, süßes Chipmunk, wo das Pichu geht da spazieren. Oh. Ich kenne dich nicht, Pichu. Ich dich auch nicht. Oh, Mann. Aber ich muss sagen, das Pokémon Snap-Spiel sieht wirklich ziemlich cool aus. Ja, wirf es mit dem Apfel ab. Das wird diesen Apfel lieben. Und sie kriegen es immer noch nicht hin, dass die Pokémon vernünftig vom Apfel abbeißen. Ich meine, wir sind im Jahre 2021. Okay, er hat... Das, genau. Warum nicht so? Weißt du, bei Aquana sieht man so... Und dann plötzlich fehlt etwas vom Apfel. Und der Sputter wirft sich den Apfel im Mund. Er hat ihn sogar vernünftig aufgehoben. Geht doch. Natürlich macht Hutut das glücklich. Ist ein Hutut. Ist Aufmerksamkeit geil. So. Was? Oh mein Gott. Das ist so niedlich. Okay, das heißt, du wirfst ein Pokémon mit einem Ball ab und dann leuchtet es. Okay, ich sehe den Sinn dahinter nicht so ganz, aber... Okay, Bisaflor, wie bist du... Lol, Bisaflor kann springen? Wie macht Bisaflor das? Ein Elefant kann auch nicht springen. Ich meine, ich hinterfrage jetzt nicht die Logik von Pokémon, weil das wird mir jeder sagen, sind Pokémon, die können das halt. Wie kann eine Ratte Elektroschocks machen? Ja, ist ja gut, dann kann Bisaflor halt springen, ist okay. Und die Mermions, die da stehen, süß. Oh, wir können Snapchat-Filter machen. Gute Neuigkeiten, Leute.
wie wir können in den sozialen Medien richtig krass glänzen. Wahrscheinlich gibt es keine Filter, wahrscheinlich gibt es nur Sticker. Do you like my edits? Ja, ja, und passend zum Thema soziale Medien. Ja, das ist ziemlich humoristisch. Das wurde ja nicht mal bearbeitet. Ja, doch mit so ein paar Lichteffekten. Surft das da auf einem Flutschlick? Oh, da waren Methenos. Und dieses Turtok-Schild. Oh mein Gott, das Lampi hat eine kleine Höhle. Und die Safcons. Oh, das Spiel sieht so gut aus. Wisst ihr, das Spiel sieht besser aus als Schild und Schwert. In der Naturzone von Schild und Schwert sieht einfach alles scheiße aus. Stellt euch mal vor, so würde die Naturzone von Schild und Schwert aussehen. Das wäre eine geile Naturzone, in der ich auch gerne erkunden würde. Aber, naja. 30. April. Oh, das ist ja bald. Also Pokémon Snap, ich habe zwar noch ein paar Spiele auf meiner Liste. Oben links ist tatsächlich auch das rosa Celebi aus Pokémon Mystery Dungeon Dunkelheit Zeit und Himmel. Das ist, könnte auch ein Hinweis darauf sein. Vielleicht kriegt das auch ein Remake. Aber wenn, ja doch, obwohl Rot und Blau, Team Rot und Team Blau Mystery Dungeon haben ja auch ein Remake bekommen für die Switch. Ich denke, ja gut, das ist noch nicht so lange her, aber ich könnte es mir vorstellen, dass das vielleicht auch so, ja, Pokémon Go Events interessiert doch eh niemanden. Ich meine, komm, wer spielt noch aktiv Pokémon Go? Also, ich habe ewig keinen mehr gesehen. Gut, okay, es könnte auch an Corona liegen, aber auch davor habe ich wirklich lange niemanden mehr mit dem Handy so durch die Stadt laufen sehen oder ähnliches. Okay, als nächstes möchte ich Neuigkeiten zur Pokémon-Videospielreihe präsentieren. Okay, jetzt wird's interessant. Seht euch dieses Video an. Okay, kommt Diamant und Pearl Remake? Kommt es? Kommt schon, gib mir das Pokémon Diamant und Pearl Remake, das war meine erste Generation. Ja, ja, ja. Oh, das sieht gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist das Remake. Es ist ein DS. Oh mein Gott, ich freue mich so. Mit Pokémon. Oh mein Gott, die Musik. Die Musik löst so eine richtige Gänsehaut aus, weil mit dieser Musik verbinde ich so viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, lass es nicht wie das Fangsystem von Let's Go sein. Ja, es ist das Remake. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie machen das in dem Artstyle nicht wie ein Schild und Schwert, ich liebe es! Sie haben es von Link's Awakening kopiert. Genau so wollte ich es haben. Yes! Oh mein Gott, ich hätte es so gehasst, wenn es ausgesehen hätte wie ein Schild und Schwert. Weil bei Link's Awakening haben sie es genau so gemacht, dass es auch einfach ein bisschen niedlicher aussieht, aber dass die Figuren halt so klein sind. Oh mein Gott, ich liebe es, dass sie das gemacht haben. Oh, Nintendo, danke. Danke, und sie haben auch den Tag und Nacht, selbstverständlich. Obwohl, gibt es dann auch wieder, ja doch, Tag und Nacht gab es nur da, ne? Ne, es gab es dann andere Generationen auch, stimmt. Nevermind. Oh, und die Musik ist auch so cool. Ob es auch Mega-Entwicklung gibt, oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Die Statue, ja genau, die aussieht wie ein Palkia oder wie ein Dialga, je nachdem wie man sie anguckt. Strahlender Diamant und schimmernde Perle? Leuchtende Perle, ah, okay. Ich hole mir sowas von leuchtende Perle. Alter, ich bin so bereit dafür. Ende 2021. Und der Artstyle, ich liebe den Artstyle. Ich bin so froh, dass sie sich entschieden haben, das so zu machen. Oh mein Gott. Danke, Nintendo. Danke. Okay, Platin oder was kommt jetzt noch? Das Pokémon-Spiel bricht dann die DLC? oder was wird das? This is a tale from a long, long time ago. When the Sinnoh was still only a vast wilderness. Okay, was ist das? Breath of the Wild Pokémon. A certain village bustled with the comings and goings of people. Okay. While in the mountains and seas, Pokémon roamed as they pleased. Und Seemobs und Seejong. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, was das ist. Ich bin gerade auch viel zu hyped von dem Remake. Das sieht aus wie Breath of the Wild. Ist das ein Open-World-Pokémon-Spiel? Und die Naturzone sieht nicht kacke aus. Was wird das? Das ist ein Open-World-Pokémon-Spiel. Oh mein Gott. Da warten die Fans schon so lange. Und guck mal, die Bäume. Sie sehen aus wie Bäume. Oh mein Gott, man kann so Bälle werfen. Oh mein Gott, das ist so witzig. Breath of the Wild-Pokémon.
Oh, die Idee ist so cool. Stell dir mal vor, ihr erkundet einfach irgendwo die Gegend und entdeckt dann Onyx, keine Ahnung, Stalos oder so. Und das müsst ihr euch dann anschleichen und bekämpfen und... Oh mein Gott. Das ist so cool. Und das sieht so schön aus. Oh, wenn sie es machen wie Breath of the Wild, dann... What the fuck? Was ist das denn für eine random Auswahl an Starter-Pokémon? Otaro, Bautz und Feurige? Ich meine, es ist obvious, auf wen hier die Wahl fällt. Spoiler, es sind nicht Feurige und Otaro. Oh mein Gott, das ist so cool. Also ich habe ja mit dem Remake gerechnet, aber damit... Was ist das? Arceus. Ah. Okay. Du chillst auch in dieser Welt. Du bist der Gott. Ja. Pokémon-Legenden. Arceus. Das Spiel heißt Pokémon-Legenden Arceus? Das ist ein komischer Name. Aber ich feiere es übel. Was? Machen wir zwei? Zwei Neuzugänge. Achso, erstmal die Remakes und oh mein Gott, ich werde mir beides sowas von holen. Originalgetreue Remakes, die vor 15... Originalgetreu, das bedeutet, keine Pokémon, die auf der Overworld rumlaufen, wie in Let's Go oder Schild und Schwert, und die vernünftige Fangmechanik. Originalgetreu. Perfekt, genau so wollte ich es haben. Oh mein Gott, ich liebe es, dass sie den Link... Es sieht halt wirklich aus wie ein Link's Awakening. DX, oder wie das hieß. Oh mein Gott, ich danke euch so sehr. Oh, okay, die wurden nicht von Game Freak gemacht. Ah. Oh, okay, Game Freak hat... Achso, der Typ von Game Freak hat dabei mitgemacht. Oh, der hat damals auch bei Diamond und Pearl mitgemacht. Oh, oh, das ist so cool. Oh, das sieht so schön aus. Es sieht halt genauso aus wie damals. Und das freut mich so sehr. Ich meine, der Typ läuft ein bisschen komisch. Ach, schön. Und ihr könnt altbekannte Orte erneut besuchen. Größenverhältnis wurde beibehalten. Ja, also, dass ich Panflam nehme, das ist ja wohl klar. Wiebke wird blind vernehmen. Das ist mir sicher auch schon. Und Bidi-Zeit 3D. Und wisst ihr was? Ich finde die Animation... Ich meine, haben sie sie wieder aus Schild und Schwert übernommen? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, sie sehen ein bisschen anders aus. Hi, Barry. Ach, schön. So, was steht da noch so? Oh, diese Räume gibt es auch wieder. Habt ihr es gesehen? Diese Räume, in die man reingehen kann zum Kämpfen. Oh, das war so cool. Vor allem, weil man immer nur zu zweit da drin war. strahlender Diamant und leuchtende Perle. Ich bin so excited, das glaubst du gar nicht. Typ aus dem Internet. Ah, oh, das macht mich so glücklich. Okay, zeig mir Pokémon-Legenden Arceus. Eine neue Herangehensweise. Ja, also ein Pokémon-Open-World-Spiel. Da warte ich schon lange drauf. Und seht ihr die Glibunke-Statue? Sie hat mich nicht enttäuscht, ich wusste es. Okay, noch ein Video, alles klar. Show me. Show me all I can imagine. Ob es auch sowas wie Bosse gibt? Also so... Okay, Sinnoh der Vergangenheit. Ah, damit man... Ah, damit es halt nicht so viele Orte und so gibt und nicht so futuristisch und so. Und ich liebe es, dass sie dafür Sinnoh genommen haben, weil der Kraterberg bietet sich halt so gut dafür an. Das ist so eine gute Idee. Sind Menschen aus aller Welt nach Sinnoh gereist und haben in der Hoffnung mehr über die Distanz zu fahren Flugrinse. Ah, wahrscheinlich gibt es so ein Hauptdorf und vielleicht noch so ein paar kleine einzelne, vielleicht nicht mal. Aber ich finde die Starterauswahl interessant, weil das sind halt alles keine Pokémon aus Sinnoh. Ich meine, ich finde es interessant, dass es Feuer, Wasser, Pflanze ist, aber halt aus verschiedenen Regionen. Also sind das so die beliebtesten? Hätte ich gedacht, die nehmen tatsächlich Froxy statt Otaro. Aber ich denke, Bautz kann ich mich definitiv mit anfreunden. So, verschiedene Gebiete der Region. Und sie sehen tatsächlich auch ein bisschen aus wie die Protagonisten aus Diamant und Perl, was auch ziemlich cool ist. Ja, Pokebälle gibt es natürlich. Ist natürlich sonst ein bisschen kompliziert.
engage in Pokémon battles alongside your Pokémon allies. Das ist halt echt cool. Das ist. Gebt euch Empfang von Pokémon sowie Kämpfen. Geil, Alter. Ich bin so gehypt, diese Region zu erkunden. Wenn sie nur halb so groß ist wie Breath of the Wild, das ist schon geil. Das wird wahrscheinlich genauso groß sein. Oh ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Genau. Titel geben. Was macht Arceus hier? Ja, es ist nicht nur Legende. Arceus ist ein Gott. Obwohl, nein, die Welt haben streng genommen Groudon und Kyogre erschaffen. Aber was macht Arceus? Ah, man kann ein Dodge Roll machen. Das ist wichtig. Die Dodge Roll. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Gibt es noch einen Gleiter? Ich meine, der Gleiter ist ja fast schon Pflicht geworden in solchen Spielen. Oh mein Gott, ich bin so gehypt da drauf. Glaubt ihr gar nicht. Ach, herrlich. Herrlich, zwei absolut fantastische Spiele, super umgesetzt. Pure Nostalgie, ja, ja, da hast du recht. Da hast du recht, das ist pure Nostalgie. So, was haben wir noch? Komm, was kommt noch? Gib mir noch einen Ranger. Komm, gib mir noch einen Pokémon Ranger 4. Dann bin ich mega happy. Oder war es das? Nur die beiden Sachen. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beklagen, dass es jetzt nicht noch mehr kommt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh mein Gott. Also das übertrifft meine Erwartungen. Definitiv. Ich bin mega glücklich. Ich hoffe, ihr seid es auch. Also, Wahnsinn. Ich bin so glücklich. Kein Let's Go Diamant, Let's Go Perl. Let's go, Perle. Das würde doch ziemlich scheiße klingen. Ja, ich glaube, das war's. Da kommt nichts mehr. Ja, alles klar. Dann war's das für die Reaction. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt auf jeden Fall bitte eure Meinung zu den Remakes und zu diesem Open-World-Spiel, wie sie das umgesetzt haben. Ich will halt wirklich wissen, wie ihr diese Grafik von Link's Awakening findet. Ich persönlich finde sie halt mega geil. Aber jedem das seine. Bis dahin. Ciao.